Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA 5 Online. Wieder erwartens gibt es doch nochmal eine Fortsetzung von GTA 5 Online. Meinerseits. So. Was hast du gefunden? Klinger fix. Was? Mal, wir nehmen mal die Pistole. Eigentlich wollte ich mal mein neues Fahrzeug vorstellen, was ich mir besorgt. Bist du da? Da bist du. Oh. Jetzt ziemlich im Arsch. Was ich mir eigentlich neu besorgt habe, den Insurgent. Aufgrund dessen, dass ich eigentlich nicht mehr vorhatte, weiterzuspielen. Zumindest im Online-Modus. Habe ich mich entschieden, mein Erspartes, was ich eigentlich in eine weitere Produktionsanlage investieren wollte, habe ich mir an kurzer Hand entschieden, warte mal, wie komme ich hier raus? Hier bin ich jetzt von der Polizei verfolgt. Ich habe doch gar nichts gemacht. Habe ich mich kurzerhand entschlossen, den Insurgent zu kaufen. Und und ich kann ein klares Statement zum zum Insurgent abgeben. Ich sage ja zum Insurgent. Ich denke mal, ich werde im Video dann nochmal ein bisschen praktisch drauf eingehen. Kann man euch lang fahren? Na gut, dann fahren wir da lang. 4,4 Kilometer. Jetzt mal versuchen, die Polizei loszuwerden. Werde da ein paar praktisch mal drauf eingehen, warum ich ja zum Insurgent sage. Aber jetzt werde ich erstmal kurz versuchen, Ressourcen zu beschaffen. Weil es mich einfach doch nochmal interessiert, wie viel Gewinn. Ja, wie viel Geld man mit so einem Messlabor oder allgemein mit so einer Produktionsstätte mal verdienen kann. Wie ich glaube ich schon in der letzten Folge schon mal erwähnt hatte, hatte ich ja Probleme mein volles Lager zu verkaufen, weil bevor es gefüllt war, kam dann doch die Razzia. Geht mir voll auf den Zimmer. Warum tut ihr nicht so? Warte mal. Mechaniker ist da, also. Das ist leider nicht so das Fahrzeug, mit dem ich jetzt vor der Polizei flüchten möchte. Wie gesagt, mich würde es halt interessieren, wie hoch ist die Gewinnspanne? Also lohnt sich das überhaupt zu investieren in sowas? Ich denke mal, über kurz oder lang schon. Oder ist es eigentlich mehr so ein Zeitvertreib, so ein Gaudi und halt so ein kleines Boni? Bis jetzt habe ich ja immer nur an Verkäufen teilgenommen, aber dann kriegt man ja glaube ich auch nur einen gewissen Anteil. Was man als Eigentümer bekommt, würde mich natürlich schon interessieren, bevor ich hier mit dem Online-Modus für mich Schluss mache. Aber mal sehen. Jetzt bringen wir erstmal kurz die Ressourcen, also meine Vorräte, zu meiner Produktionsstätte für Meter was? Naja, die Drogen auf jeden Fall. Metafine? Nee. Warte mal, was für Bestellung? Ja, na Mess. So. Mensch. Wir werden dann gleich mal den Insurgent wieder ranordern. Der ist jetzt ein bisschen weit weg. Und der Beschaffungskriminalität muss ich ja erstmal versorgen. Die Putzen. Ich mache das leider alles in
Alleinverwaltung. Jo. Weil, es ist schwierig, Mitspieler zu finden, wenn man halt, wie gesagt, nicht viele Leute kennt, die GTA 5 spielen. Und quasi hier von den Leuten, sage ich mal, nur die Auswahl hat, die in diesem Spiel auch aktiv sind. Oh, Karotte. Mhm. Es ist natürlich umso schwieriger, so ein Biker-Gang überhaupt am Leben zu halten. Weil ich persönlich das Auswahlmenü, also beziehungsweise die die Suchmöglichkeiten für einen Prospekt etwas zu uneffektiv halte. Man muss halt entweder wirklich halt suchen oder gucken, wer ein Prospekt sucht, also wer ein MC sucht, also einen Motorradclub sucht, oder man muss halt die Prospekt suchen in der Nähe, oder man muss die Leute halt zuspammen, die Dings in der Lobby sind. So, das ist jetzt mein Insurgent. Natürlich in blauer Farbe, wie meine restlichen Fahrzeuge. Die Felgen sind leider verklickt, aber ich wollte ein bisschen Geld sparen und habe die jetzt erstmal draufgeladen. Die kann sich auch nicht schlecht aus. Passt natürlich nicht zu meinen restlichen Fahrzeugen, aber ich habe mir einfach mal diesen Insurgent gegönnt. Weil ich halt eigentlich wollte ich ja für eine neue Produktionsstätte das Geld aufheben, hat sich aber dann so ergeben, dass ich ja letztendlich gar nicht mehr so viel Zeit und Geld in GTA 5 Online investieren wollte, sondern eher mal wieder LSPDFA spielen wollte. Aber deswegen habe ich mir halt entschieden, mir diesen Insurgent zu kaufen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir den noch nicht früher gekauft habe, ärgere ich mich ein wenig. Weil das ist einfach nur ein Funmobil. Ich persönlich. Ja, also, es ist natürlich jetzt nicht das schnellste Fahrzeug, was man in GTA Online kriegen kann. Aber jetzt aus meiner Perspektive, und die ist ja jetzt nicht so besonders weit gefächert, ist das schon echt geiles Fahrzeug, mit dem man mächtig viel Spaß haben kann. Autos kann man einfach wegrammen, ist ja ähnlich beim Kuruma. Aber was ich noch viel cooler finde, ist auch die Geländetauglichkeit halt dementsprechend. Ne? Hui. Das finde ich aber nur, es ist ein richtiges Allround-Fahrzeug. Wie gesagt, es ist halt nicht das schnellste. Wenn man natürlich Speed haben will, holt man sich andere Fahrzeuge. Aber man, rein fantechnisch, also, ne? Er rammt halt alles weg. Ne? Als ob es gar nicht da wäre. Also das ist schon, ich find's lustig. Gestern bei der Produktionsbeschaffung, ich weiß nicht, was mit dem geworden ist, dem Player, der jetzt auf jeden Fall überlebt, obwohl er mit meinem Kuruma frontal mit seinem Motorrad zusammengestoßen ist. Oh, da hinten haben wir, wenn man natürlich nur eine Produktionsstätte hat, hat man als Solo, also als Chef eines Motorradclubs, natürlich überhaupt nichts zu tun. Deswegen kann ich einfach mal sinnlos durch die Pampa fahren, beziehungsweise sinnlos durch Los Santos fahren, ohne näheres Ziel. Aber ich könnte eigentlich mal versuchen, mir mal das Geld zu holen. Das ist auch so cool, ne? Du kannst halt wirklich so Monster-Truck-mäßig, oh, ui, alles übermängeln. Ich werde mal gucken, ob ich da dieses Gegenverkehr
Ob ich mir das Kopfgeld da holen kann? Ich weiß gar nicht, was auf den ausgesetzt war. 5000, 9000 oder 9000? Da komme ich jetzt nicht rüber. Wo will er hin? Wo fährt er hin? Dafür gibt es natürlich auch wieder. Fliegt der? Oder fährt der? Oh, stopp, geben Sie mal lang. Bin mir gar nicht so sicher, ob der nicht fliegen tut. Aber wir werden mal sehen, zuschauen, dass der... Oh, genau, hier wollte ich gestern auch ein Dings machen. Ein Gängangriff. Ich weiß aber gar nicht, auf welcher Ebene dieser Gängangriff erfolgt. Der ist im Bekleidungsgeschäft. Nein, der fährt wieder weg. Der fliegt wieder weg. Ich weiß es nicht. Ich bin eine arme Sau und brauche das Geld. Ah, man muss natürlich auch aimen können. Den kriege ich natürlich nicht mit meinem schnellen Auto. Oh, warum treffe ich den da nicht? Bleib doch mal stehen da. Mensch. Gib mir doch einfach dein Kopfgeld und dann ist gut. Aber ich glaube, das gibt er mir nicht freiwillig. Hätte ja klappen können. Ist das nervtötend. Das muss ich ja noch nicht verfolgen. Muss ich natürlich nicht. Mache ich aber. Aus lauter Langeweile und Frustration. Das Problem ist halt, man, wie schon erwähnt, wenn man halt keine Leute hier kennt, oder Leute hat für den Motorradclub, ist das recht schwierig. Hui! Ah, jetzt ist er noch verschwunden. Hä? Wo ist er? Oh, Platz da aus dem Weg. Oh, Polizei. Was ist er in seinem Haus verschwunden? Was bist denn du für ein... Ist ja doof. Doch, da ist er wieder. Ja, was kommt denn jetzt? Koruma oder? Frei nach Motto, ist vielleicht sicherer. Lass mich mal durch. Lasst mich durch, bin Arzt. Oh, shit. Jetzt ist er unsichtbar geworden. Jetzt hat er sich aber echt... Ja, ist er wieder ins Haus gegangen. Oh, komm mal raus. Goodbye. Na gut. Ist ja blöd. Jetzt ist er weg. Mann. Ey, der hätte sich einmal töten lassen müssen von mir. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so ein Kopfgeld von 5000 oder 9000 unbedingt brauche. Boah. Ich liebe dieses Auto. Also wie gesagt, dieser Insurgent ist die wahre Pracht. Klar, der Kuruma ist natürlich noch weiter und besser gepanzert. Glaube auch von den Scheiben her dementsprechend. Man ist halt schwieriger rauszuschießen beim Kuruma. Aber so, der hält auch eine Menge aus hier, dieser Insurgent. Ich weiß nicht, ob das gestern direkte Treffer waren von... von Raketenwerfer oder auf jeden Fall, ich glaube, das waren zwei Treffer oder so. Oder zwei Einschläge in der Nähe, wie auch immer, die der mal locker flockig weggesteckt hat. Ist schon ein paar Schüsse vom Granatwerfer hat er auch schon gefressen. Also ich finde
so von den Aufgaben her, also als reines Fallmobil ist dieser Insurgent einfach die wahre Kraft. Und man hat halt gut Platz in der Karre, ne? Der andere Vorteil ist natürlich auch, man kann hier jegliche Waffe rausnehmen, also sprich auch C4 Granaten, ne, kann man hier dementsprechend auch im Fenster werfen. Was ja wieder das Problem ist beim Kuruma. Allerdings hat man natürlich beim Kuruma auch so ein, schon einen gewissen Geschwindigkeitsvorteil. Aber so Fahrzeuge rüberfahren und so, das ist mit dem Kuruma natürlich nicht so. Ich liebe dieses Auto. Jetzt wieder da. Warum ist denn jetzt wieder da? Komm raus aus der Hütte. Stell dich. So. Der mag da nicht rauskommen, ne? Oh. Und schon wieder. Viel Geld bezahlt. Das Problem ist halt, oder das Gute, das Positive ist halt, diese Geschäftskosten fange ich halt dadurch auf, dass ich, kann man leicht auffangen, dadurch, dass man einfach Autos verkauft. Ich glaube, pro Tag, also pro GTA-Tag, ist ja ein Auto möglich. Weiß ich nicht, ob das genau... Oh, apropos... das ist schon mal so ein Auto. Bin ich mir nicht ganz hundertprozentig schlüssig, ob das sich auf den 24 Stunden... Mädchen. Ich wollte bloß das Kopfgeld haben. Dann hätte ich ihn auch in Ruhe gelassen. Weil so nötig habe ich es auch wieder nicht, die Leute hier nach einem zu killen. Auf jeden Fall, das ist hier mein Top-Favorit, um Autos zu verkaufen. Ohne Kratzerbeschädigung bringt der halt 9.500. Das Problem ist halt, man kann leider nur Fahrzeuge bis 100.000 wert, also bis 99.199, kann man leider nur verkaufen. Alles darüber hinaus ist leider ja, ne, mit diesem Peilsender etc. pp. Und der kostet halt 95.000, wenn man ihn sich kaufen tun würde. Und bringt halt dementsprechend 9.500. Jetzt muss ich das Fahrzeug reparieren, aber könnte ich reparieren für 250. Weil das ist genau das, was ich weniger kriege. Also ob ich das jetzt repariere und 250 mehr kriege oder die Reparatur gleich ganz lasse. Und einfach 250 weniger kriege. Spielt eigentlich keine Geige. So. Und schon haben wir mal eben für knapp, nicht ganz, ne? Also roundabout 3 Tage, also 2,5 Tage für die Produktion das Geld verdient, indem wir nur ein Fahrzeug geklaut haben. Es gibt ja noch andere Fahrzeuge für 95.000 oder 90.000, dementsprechend wichtig ist halt nur zu beachten, man kriegt nur 10%. Genau, was mir heute aufgefallen ist, ich müsste eigentlich... Was ist das überhaupt? Annäherungsmine? Ach, die habe ich auch schon gekauft. Das ist ja krass. Haftbomben werde ich mal brauchen. So, ich denke mal, ich werde vielleicht nochmal so die... doch nochmal eine oder andere Fortsetzung von online bringen, bis ich meinen Verkauf geschafft habe. Ich denke aber, bis zum nächsten Wochenende sollte ich wieder auch LSPDFA vorbereitet haben. Sind halt auch noch ein paar Vorbereitungen zu treffen. Das soll ja auch dementsprechend aufgepeppt sein. Neue Fahrzeuge, eventuell neue Lackierung von Einsatzfahrzeugen, also neue Texturen für das LSPD. Der Police Department oder also das LSPD, Los Santos Police Department,
oder dementsprechend für den Sheriff Blaine County. Gibt auch eine nette Textur für Sandy Shores Police Department. Der Crown Victoria sieht echt nice aus. Aber gut. Da lasst euch einfach mal überraschen, was auf euch zukommt. Und ich denke mal, das werde ich dann zum nächsten Wochenende mit Sicherheit in den Griff bekommen haben. In dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ob jetzt GTA Online oder LSPDFA, kann ich noch nicht sagen. Lasst euch einfach überraschen. Bis dann.